Hallo, hier ist Antje von der Stempelinsel. Es ist wieder Freitag, willkommen auf meinem Kanal und ich habe euch heute wieder etwas Kreatives mitgebracht, das ihr gerne und auch ganz leicht zu Hause nachgestalten könnt, und zwar diese schöne Geschenkschachtel. Ihr könnt sie öffnen, dann habe ich in dem Fall jetzt ein kleines Badesalz hineingelegt und ihr habt hier oben noch die Möglichkeit, einen kleinen Gruß zu schreiben. Das Kärtchen wird dann herausgezogen. Überbleibt dann halt diese schöne Pfingstrose und hier habt ihr eine Möglichkeit, einen Gruß zu hinterlassen. Wie gesagt, ihr könnt dort auch noch was anderes hineingeben, zum Beispiel auch eine Gesichtsmaske oder eine Handcreme. Das seht ihr gleich aber auch. Ich habe da so ein bisschen was vorbereitet. Ne, also ihr habt da wirklich ganz viele Möglichkeiten. Die Schachtel, die ich verwendet habe, ist eine von unseren Verpackungsschachteln, die wir schon fertig im Katalog haben. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Wir haben einmal die Mini-Pizza-Schachtel. Die gibt es jetzt in Gold und in Weiß. Ich habe die zu Weihnachten ganz gerne benutzt. Habe da halt ein Teelicht reingegeben, einen kleinen Spruch oder ein Kärtchen für einen Gutschein. Ja, also wie gesagt, wie eine Pizzaschachtel, nur entsprechend natürlich kleiner. Auch ganz leicht zusammenzustecken und dann auch entsprechend auszudekorieren. Wir haben unsere Acetatschachteln, die kennt ihr vielleicht auch. Die sind halt genau geeignet, um dort auch Karten mit Umschlägen hineinzugeben. Und das ist vielleicht auch eine ganz schöne Geschenkidee, wo man halt so ein kleines Kartensortiment vielleicht für die Freundin vorbereiten kann und statt Schokolade verschenkt. Hier auch einfach nur noch eine kleine Banderole rum, einen netten Spruch. Und dann ist auch dieses kleine Mitbringsel schon fertig. Da zeige ich euch auf jeden Fall auch nochmal in Zukunft ein Video, wie ihr sowas ganz nett gestaltet. 4, 5 Karten auf einen Schlag. Das ist überhaupt kein Hexenwerk, wie man so schön sagt. Wir haben natürlich dann auch noch die neue Acetatschachtel. Die ist ein kleines bisschen kleiner für die Mini-Kärtchen geeignet. Dazu werde ich euch auch nochmal was zeigen. Wie gesagt, jetzt habe ich benutzt die neue Paper Pumpkin Mini Schachtel. Vielleicht noch kurz zu dem Begriff Paper Pumpkin. Das ist ein Prinzip von Stampin' Up! In Amerika. Dort habt ihr die Möglichkeit, sowas wie ein Abo abzuschließen. Das heißt, ihr bekommt jeden Monat in so einer Schachtel vom Prinzip her, die ist nur ein bisschen größer, ein Produktset mit kleinen Stempeln dabei, Spots, eventuell Papier, schon vorgefertigte Aufleger und so weiter und könnt dann entsprechend Karten damit gestalten. Wir hatten das letztes Jahr auch einmal im Sortiment von Shelly und es war also wunderschön mit den Vögelchen, auch in diesem Zartrosa dabei. Und wir hoffen immer inständig, dass sowas auch mal in Deutschland oder auch für Europa dann auf den Markt kommt, weil das gerade auch wirklich ein schönes Set für Anfänger und ja, zur Ergänzung halt eben auch für uns Profis ist. Damit arbeiten wir heute und ich habe verwendet das Set Pfingstrosenpoesie bzw. die Produktreihe. Die habe ich euch noch nicht vorgestellt. Die findet ihr auch im Katalog natürlich ab Seite 82. Hier habt ihr das nochmal abgebildet und ihr seht, wir haben hier halt die entsprechenden Pfingstrosen. Es gibt ein Designerpapier dazu, das ist wunderschön. Wir haben natürlich auch ein Stempelset. Das ist dieses hier, wo wir die Pfingstrosenblüten haben, ein paar nette Sprüche dazu und die Blätter. Auch noch hier etwas einen Akzent zu stempeln als Hintergrund. Und passend dazu gibt es natürlich Framelits bzw. Stanzformen. Und damit könnt ihr diese dreidimensionale Pfingstrose gestalten. Sieht relativ kompliziert aus, ist aber ganz einfach. Ihr müsst, und das zeige ich euch jetzt nochmal ganz schnell, letztendlich aus einer Farbe, ich habe mich jetzt hier für Blütenrosa entschieden, vier verschiedene Stanzmotive ausstanzen. Ja, das sind diese vier, mit denen wir dann arbeiten. Und ihr könnt sehen, die haben hier so einen kleinen Schacht, so eine kleine Öffnung. Und ihr steckt ganz einfach immer die eine in die andere hinein. So, und dann seht ihr hier unten, passen die genau ineinander. Ich glaube, man kann das ganz gut auch so auf der Rückseite erkennen. Und hier werden die entsprechenden Stückchen dann immer aneinander geklebt. Ihr braucht gar nicht viel Kleber, immer nur so ein paar kleine Tröpfchen. Dann hält das ruckzuck.
So, dann habt ihr schon die erste Blüte hier ineinander gesteckt. Das gleiche wiederhole ich jetzt hier mit der zweiten und der dritten. Auch die wird wieder hier hineingegeben und ihr seht schon hier, das ist total bündig. Hier unten kann man es ganz gut erkennen. Und auch da gebe ich wieder ein paar kleine Tröpfchen Flüssigkleber hinzu. Gar nicht viel, wie gesagt. Drücke das zusammen und dann ist schon die zweite oder die dritte Verschachtelung fertig. Jetzt fehlt noch die letzte. Auch die wird wieder in die vorherige hineingegeben. Es baut also so ineinander auf. Und auch hier wieder, ihr seht, das passt ganz genau. Wieder ein bisschen Kleber. Müsst nur darauf achten, dass das wirklich hier aufeinander auch haftet. So, dann ist die Blüte schon fertig, also fast fertig. Es fehlt jetzt noch der Blütenstempel, den habe ich jetzt mit diesem kleinen Framelit oder mit der kleinen Stanzform ausgestanzt. Ich habe jetzt hier Waldmoos verwendet und die wird natürlich hier nochmal in die letzte Mitte hineingeklebt. Auch da ein bisschen Flüssigkleber drauf. Dann steckt ihr das einfach nur noch hier hinein. Und dann ist die Blüte schon fertig. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist so ein bisschen diese 3D-Optik. Und dann nehme ich einfach eine Pinzette und drücke das hier so ein bisschen auseinander. Ihr könnt natürlich auch mit einem, wie heißt es? Mir ist das Wort entfallen. Kennt ihr das? Oh mein Gott, ich werde alt. Mit einem Falzbeil arbeiten im Vorfeld. Ja, so und dann habt ihr entsprechend die Blüte. Kann man auch sehr schön als Aufleger für eine Karte verwenden und ja, macht ein bisschen was her und ist wirklich ganz einfach. Was ihr natürlich auch habt, sind einzelne Blätter. Wenn man das jetzt hier so zusammensteckt und die sehen so aus wie so kleine Pfeile. Ja. Da haben wir die. Jetzt auch schon mal ausgestanzt. Ja, das ist hier einmal die Form. Die wird dann hier drauf geklebt. Und die wird hier drauf geklebt. Dann nehmt ihr am besten zweifarbiges Papier. Ich habe jetzt einmal auch wieder Waldmoos genommen. Und in dem Fall ist es olivgrün. Ihr könnt natürlich auch Farngrün nehmen. Ihr könnt auch weiß benutzen. Es nur auskolorieren mit den Blendstiften. Also da ist euch natürlich auch alles an Kreativität überlassen. Die würdet ihr dann hier einfach nur so dazulegen. Ich habe jetzt noch nicht verklebt. Und dann würde das so aussehen. Wie gesagt, das sind einmal noch Stanzformen, die dabei sind. Ansonsten habt ihr passend zu den Blüten einmal hierzu eine Stanzform, die habe ich hier auch verwendet. Ja, und die große Stanzform, das ist die, die sich praktisch hier im Hintergrund befindet, die habe ich hier aufgeklebt. Ja. Und die kleinen Blüten habe ich auch ausgestempelt und dann entsprechend ausgestanzt und die habe ich hier montiert. Also wie gesagt, das kann man sehr schön verwenden dazu, das habe ich jetzt auch gemacht, auch das Designerpapier habe ich verwendet. Und ja, was wir im Einzelnen gemacht haben, das zeige ich euch gleich. Ja, wir beginnen als erstes mit der Schachtel. Ihr bekommt die Pumpkin-Schachtel in einer großen Verpackung. Hierin sind 10 verschiedene oder 10 Stück enthalten, die ihr ganz gut dann auch verwenden könnt. Die muss natürlich jetzt erstmal zusammengefalzt oder zusammengesetzt werden. Ich habe mich jetzt entschieden, die glänzende Seite nach außen zu nehmen. Ihr könnt euch natürlich auch für die matte Seite nach außen entscheiden. Das ist ganz euch überlassen. Vom Prinzip her ändert sich dort nichts. So, ihr setzt die einfach zusammen, indem ihr die Falzlinien einmal nachfalzt in die Richtung, wo halt innen sein soll. Ich würde da gar nicht mit einem Falzbeil gehen, sondern das einfach mit den Fingern machen. Das reicht von der Stabilität her eigentlich schon. Das ist wie gesagt die Vorarbeit. Wichtig, vergesst bitte keine Falzlinie. So ist es auch dann am Ende wirklich einfacher, sie zu montieren. So, ansonsten ist es glaube ich selbsterklärend. Noch einmal in die Richtung. Hier wird es zusammengefaltet. Ich
und dann ist eure Schachtel schon fertig. Vom Prinzip schließt man sie so, dass ihr sie hier rein drückt und diese beiden Nuppelken gehen hier an der Seite hinein. Dann ist die Schachtel schon fertig. Wie gesagt, eine ganz tolle Alternative. Ich finde auch vom Preislichen ist das alles noch sehr kostengünstig und wirklich schnell gemacht. Und wir können uns jetzt auf das Verzieren oder das Dekorieren konzentrieren. Für die Dekoration habe ich mich auf die Farben Blütenrose, also das, was auch in dem Designerpapier sich wiederfindet, und auf Granitgrau bezogen. Ihr benötigt als allererstes zwei Bögen in Granitgrau, und zwar im Format 13,5 x 9 cm. Das ist jeweils der Aufleger für hier außen. Und wenn wir sie öffnen, haben wir hier hinten auch noch einen Aufleger, da kann man es gut sehen. Wie gesagt, das ist für innen. Das können wir als allererstes auch schon mal aufkleben. Dazu nehme ich den Flüssigkleber. Dann kann ich immer noch ein bisschen die Richtung variieren, dass es auch schön mittig sitzt. Das Stück für innen, das legen wir noch mal erst ein bisschen zur Seite. So, dann benötigt ihr ein Stückchen Designerpapier. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, schon auf das Designerpapier Pfingstrosenpoesie abgestimmt oder mich dafür entschieden. Das sind wirklich ganz schöne Produkte, auch entsprechend der Pfingstrose oder Bilder der Pfingstrose dabei. Hier habe ich jetzt wieder ein Stückchen in Granitgrau. Was ich allerdings hier noch gemacht habe, ist, dass ich das Designerband zwischen Granit und Designerpapier geklebt habe. Und dazu habe ich jetzt das Designerband, das kennt ihr schon, in Blütenrosa. Ja, das haben wir auch schon letztes Jahr im Katalog gehabt. Einfach hier einmal rumgelegt. Und ungefähr 50 cm. Ich habe das mal nachgemessen. Wir wollen ja auch noch eine schöne Schleife binden. Also einmal hier rumlegen. Und dann wird das Designerpapier mittig ungefähr entsprechend dann aufgeklebt. Auch hier seid ihr natürlich wieder komplett frei in eurer Idee, in eurer Kreativität. Wenn ihr etwas anderes verwendet, dann nehmt das. Je nachdem, was euer Geschmack ist. So. Dann können wir schon mal probieren. Kleine Schleife. Schon ein bisschen schick. So, also das hatten wir schon mal fertig. Das wäre schon mal ein Teil der Außenseite. So, hier habe ich, jetzt brauchen wir immer die Big Shot. Ich habe einmal den Aufleger hier habe ich einmal die raffiniert bestickten Rahmen verwendet, und zwar den etwas größeren von allen. Der müsste jetzt einmal gleich ausgestanzt werden. Und von den bestickten Rechtecken habe ich dieses Quadrat verwendet, was jetzt hier gleich mein bestempelter Spruch ist. Das wäre das, was einmal gleich ausgestanzt werden muss. Und natürlich entsprechend gleich noch unsere Pfingstrose. Und die müssen wir stempeln, und damit machen wir jetzt erstmal weiter. Ihr habt die große Pfingstrose in dem Set Pfingstrosenpracht. Die legt euch auf den großen Acrylblock. Und dann habe ich, wie gesagt, dafür auch Granitgrau verwendet. Und jetzt ganz wichtig, das habe ich einmal abgestempelt vorab. Dann haben wir nicht diesen extrem kräftigen Ton, sondern wir möchten einen leichten, dezenten Ton haben, und den haben wir dann entsprechend hier. Wir können auch gerade noch den Rest stempeln, und zwar benötigen wir ja einmal noch hier
unsere kleine Pfingstrose für den Innenbereich und unsere zwei kleinen Pfingstrosen, die wir hier auch nochmal ausstanzen. Dazu nehmt ihr einfach auch einen weiteren Rest, legt euch die Rosen entsprechend auf euren Acrylblock. Und auch die habe ich vorab einmal abgestempelt. Und das geht jetzt einmal durch die Stanzmaschine. So, hier habe ich einmal meine ausgestanzten Teilchen, einmal die Pfingstrosen und dann meine Aufleger. Das muss ich noch bestempeln, dann nehme ich wieder Granit. Und jetzt habe ich aus dem Set Besondere Momente diesen Gruß einen schönen Geburtstag ausgewählt. Das stempel ich auch wieder in Granit, aber diesmal nicht einmal abstempeln. Einmal mittig setzen. Einen schönen Geburtstag. Und die Innenkarte, das können wir auch gerade noch machen. Das wird meine Innenkarte, die habt ihr ja hier schon gesehen. Ja, das ist die, die ich hier reinschiebe. Ja. Die hat einmal das Format 8x8 cm und die Auflegerkarte hat 7,5 x 7,5 cm. Und die werde ich jetzt noch eben bestempeln. Da habe ich allerdings die Pfingstrose in Blütenrosa gestempelt. Wir müssen erstmal unseren Stempel reinigen. Und das Blütenrosa habe ich auch einmal abgestempelt, damit ich nur eine zarte Rose erhalte. Ansonsten finde ich das Blütenrosa auch relativ kräftig. Das ist einmal hier. Und dann habe ich wiederum aus dem Set Besondere Momente diesen kleinen Spruch von uns allen noch benutzt. Den stempel ich wieder in Granitgrau in der richtigen Richtung. Da machen wir gleich ein Pärchen. Einmal hier drauf. Dann wäre unsere gestempelte Arbeit schon erledigt. Wir können jetzt schon mal entsprechend montieren. Hierzu nehme ich einen kleinen Rest von meinem Band und ich befestige das mit den Glue Dots einmal zusammen. Ich hoffe, die ganz schön und das setze ich dann schon mal mittig hier auf der Karte. Alles andere klebe ich dann wieder mit Flüssigkleber zusammen. Ihr seht, ich habe jetzt hier so einen kleinen Stempelabdruck. Da habe ich nicht richtig aufgesetzt. Das passiert leider. Da werde ich gleich noch ein Pärchen oder ein kleines Accessoire draufkleben, dass man das gar nicht mehr sieht. Also, wenn euch das passiert, grämt euch nicht. Das passiert jedem. Wenn man einfach den Stempel nicht gerade hält, nicht schlimm, kriegen wir hin, werden wir gleich ein bisschen retuschieren. Dann habe ich hier meinen Aufleger mit dem schönen Geburtstag und das kann ich schon entsprechend auf der Vorderseite meiner Schachtel montieren. Das ist jetzt so geplant. Hier kommt die Pfingstrose hin, die klebe ich gleich mit den Dimensionals fest. Dann setze ich entsprechend hier meinen Aufleger drauf. Ich gehe ein bisschen weiter nach rechts hierbei, weil hier ja der Bereich mit der Pfingstrose gleich ist und dass die dann auch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Thank you.
Textrose und einen schönen Geburtstag. Überklebt. Ich glaube, das ist nicht grammatisch. Schon fertig ist eure Vorderseite. Noch etwas verschönern. Ich habe jetzt hier verwendet die fassierten Glitzersteine. Die gehören auch zu der Serie. Dann nehmen wir die mal. Der entsprechenden Farbe. Und damit ist die Vorderseite eurer Schachtel schon fertig. So, für den Innenbereich nehme ich hier auch, wo ich meinen kleinen Stempelfehler hatte, einen von den kleinen Steinchen, setze das da drauf und ihr seht, alles gar nicht mehr da. So, bei der Innenschachtel habe ich einmal hier meine Pfingstrose in Blütenrosa mit dem Blends koloriert und entsprechend hier das gleiche gemacht. Hier habe ich dann zusätzlich noch das Farngrün, nee, das Hell-Olivgrün habe ich verwendet und das mache ich jetzt und da stelle ich euch für auf den Zeitraffer. So, meine Blüten habe ich fertig. Was ich hier gemacht habe, da habe ich mich leider etwas vermalt, aber das ist nicht dramatisch. Die wollte ich sowieso auf der einen Seite verkürzen, dass man nur die einen Blätter sieht. Insofern ist das nicht ganz so schlimm. Das haben wir schon fertig und jetzt machen wir noch weiter beim Innenbereich. Und dazu habt ihr ja noch über einmal ein Stück in granitfarbenem Cardstock. Und was ihr dann noch braucht, wir machen jetzt hier gerade diesen Bereich fertig, ihr braucht nochmal ein Stück in Flüsterweiß und zwar in 13, da haben wir es, in 13 mal 8,5 cm. So, ich habe hier mein Papier und das wird einfach nur auf meinen Granit geklebt. Schön drauf, dass ihr den Abstand gleichmäßig habt. Das ist das Gute beim Flüssigkleber. Da kann man das noch so ein bisschen hinzuppeln. So, das ist meine Innenkarte. Die klebe ich jetzt schon mal ein. Und was ihr hier seht, ich habe hier noch einen Einstecker ja gebastelt. Da kann man natürlich auch noch eine Gutscheinkarte reingeben, zum Beispiel für einen Kosmetikgutschein oder Kinogutschein, je nachdem, wenn man das verschenken möchte. Und das machen wir jetzt noch. Da habe ich nämlich ein Stück weißen Cardstock in 5 x 13,5 cm. Und den habe ich mit den Stanzformen, die auch in dem Set von unseren Pfingstrosen sind, so ausgestanzt, dass hier dieses Muster entsteht. Ich weiß nicht, ich könnte das, glaube ich, so ganz gut erkennen. Ja, und zwar habe ich das wirklich direkt an den Rand angelegt, dass da wirklich halt dieses Stückchen noch überbleibt. Das wird hier untermontiert. Und dann habe ich noch zwei Stückchen, einmal in 4 x 13,5 cm und eins in 2 x 13,5 cm. Das sind so kleine Reste von meinem Designerpapier. Die werden entsprechend hier dann noch drauf geklebt.
Da könnt ihr euch auch das aussuchen, was euch gefällt. Müsst ihr beim Aufkleben nur darauf achten, dass ihr das hier natürlich nicht beklebt, sondern dass ihr nur den Rand nehmt. Kurz drücken, bis es anzieht. Dann könnt ihr noch mal, wenn ihr jetzt noch nicht ganz trocken ist, noch einmal dafür sorgen, dass das so ein bisschen mit die Möglichkeit da reinzugehen. So, das ist meine Karte, die hatten wir ja gerade schon fertig gemacht. Hier fehlt jetzt noch ein bisschen Perlenschmuck oder die Strasselemente. Ah nee, das ist ja die. Doch, jetzt bin ich verwirrt. Das ist die alte. Oh Gott, doch schon spät am Abend, man merkt es. Das ist die alte. Und das war ja die neue, wo ich den kleinen Stempelfehler hatte. Wir erinnern uns. Okay, egal. Auf jeden Fall, sie passt hier rein. Wunderbar. Und jetzt kommen noch unsere Pfingstblüten wieder zur Geltung. Die hatte ich, wie gesagt, hier so reingeklebt, dass wenn ich das herausziehe, sie dann sozusagen erst sichtbar wird. Und unsere zwei kleinen Pfingstblüten, die möchte ich nämlich jetzt hier so überlappen. Dann klebe ich jetzt die erste, wo ich schon ein bisschen grün entfernt habe, klebe ich ein bisschen höher hier auf. Und die untere wird mit Dimensionals festgeklebt. So dass man das jetzt in diese Richtung hat. Hier kommen auch noch ein paar Strasssteinchen dran. Und dann ist auch mein Innenbereich fertig dekoriert. So, was gebe ich jetzt in diese Schachtel hinein? Wie gesagt, ich habe jetzt hier ein Badesalz hineingegeben gehabt. Das passt also ganz gut von der Größe. Ihr müsstet das oben nur etwas umknicken. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel so eine Maske nehmen. Die kann man auch doppelt teilen. Ja? Oder eine entsprechende Handcreme. Ich werde heute mal die Handcreme nehmen. Und ja, für das Auslegen, da nutze ich immer eigentlich das Papier, was in den Schuhkartons mit dabei ist. Das ist so eine Art Seidenpapier. Das schmeiße ich nicht weg, das hebe ich immer auf. Ihr hört es schon knistern, ja. Und da schmeiße ich mir jetzt einfach ein Stückchen ab. Knuddel das ein bisschen. Und lege einfach meine Packung damit auf. Da habt ihr so ein bisschen, ich hoffe, man hörte das, so ein bisschen 3D, gewelltes, kein Problem. Hier jetzt vielleicht noch die Handcreme, die Maske dazu. Vielleicht dazu dann einen passenden Gutschein für einen Kosmetiker oder eine Kosmetikerin oder für, ja, irgendwie einen Gutschein für Parfüm und fertig ist dann das Geschenk. Schokolade wird sicherlich auch gehen, das ist kein Problem, denke ich. So, dann müssen wir das nur noch gibt es noch die Schleife.
freischneiden. Ja, und fertig ist das Geschenk für eine liebe Freundin. Die Mama zum Muttertag. Dann muss sie ja natürlich einen anderen Stempel benutzen. Ja, das ist meine Bastelidee für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen kleinen Like setzt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Alles Liebe bis dahin. Tschüss.